Hallo, hier ist Michel Meschko. Heute spielen wir russisches Roulette. Bleibt dran! Gestern habe ich sogar zwei neue Videos für meinen Wettbewerb bekommen. Das eine von Terranie, die hier ziemlich oft kommentiert. Das andere von See You Lee. Vielleicht kommentiert er hier auch unter irgendeinem Nickname. Terranie zeigt ein wunderbares Experiment, in dem sie ein nicht-newtonisches Fluid aus Speisestärke und Wasser herstellt. Eine nicht-newtonische Flüssigkeit unterscheidet sich von einer ganz normalen newtonischen Flüssigkeit, indem dass sie seltsame Fließverhalten hat. Zum Beispiel, je härter man diese Flüssigkeit schlägt, desto härter wird sie. In ihrem Video hat Terranie diese arme Flüssigkeit sogar mit dem Hammer geschlagen. Schau mal. Wunderbar. See You Lee hat in seinem Video eine andere Frage gestellt und beantwortet. Warum kann Salz Eis schmelzen? Diesen Effekt beobachten wir jeden Winter, obwohl ich bin nicht sicher, dass hier in Österreich man Salz auf den Straßen streuen darf. In Russland schon. Das ist auch ein wunderbares Video. Zuerst macht er ein Experiment, danach ein Teilchenmodell von Eis, dann kompliziertere chemische Modelle und dann schau mal, macht er noch ein Experiment, um die Gefrierpunkterniedrigung für Salzlösungen experimentell beweisen zu können. Sehr beeindruckend. Es bleibt bis Ende Jänner noch ein bisschen Zeit. Vergiss nicht, mir dein Experiment zu schicken. Okay, was ist russisches Roulette? Jeden Tag bekomme ich hier in den Kommentaren sehr viele Fragen. Für manche drehe ich lieber ein ganzes Video, aber manche können auch in einem kurzen Format beantwortet werden. Dieses Video ist ein Test. Ob so ein Format, ein kurzes Video, in dem ich mehrere oder einige Fragen kurz beantworte, überhaupt funktionieren kann. Ob du, meine Zuschauerin oder Zuschauer, sowas überhaupt interessant findest. Und dann habe ich sehr viel darüber nachgedacht und auch hier in den Kommentaren gefragt, wie so ein Video heißen könnte. Und dann hatte André Stäuble einen sehr coolen Vorschlag, so ein Video russisches Roulette zu nennen. Da ich nicht alle Fragen beantworten kann, muss ich sie auf eine zufällige Weise auswählen. Alle Kinder wissen, dass um russisches Roulette richtig zu spielen, braucht man eine Waffe. Eine Waffe in Österreich zu bekommen ist derzeit problematisch, da alle Geschäfte wegen Corona zu haben. Aber drehen wir dieses Video trotzdem zum ersten Mal ohne Waffe. Die erste Frage ist die Frage aus der Zukunft. Mischa, was passiert mit dem Licht in diesem Video? Danke für die Frage. Hier in dieser Wohnung gibt es ein balanciertes, ausgefeiltes Ökosystem. Dieses Ökosystem besteht aus mir, den Pflanzen und auf dem Gipfel der Nahrungskette den Katzen, jetzt, wann meine Frau an der Arbeit ist. Damit wir alle den winterischen Winter überleben können, brauchen wir Licht. Mein Licht habe ich hier und dieses Licht ist für den Bonsai-Baum. Heute habe ich absichtlich meine Kamera hier gestellt, damit alle meine 10.000 Abonnenten diese schöne Farbe genießen. Christian Hopfner fragt, aus welchen Atomen besteht Haut? Was passiert mit Atomen? Fleisch zum Beispiel bei der Verdauung. Man kann sehr grob sagen, dass überhaupt alle organischen Moleküle und unsere Körper auch bestehen nur aus vier Arten von Atomen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Es gibt auch ein bisschen inorganische Atome, Metalle zum Beispiel. Zum Beispiel gibt es Eisenatome in Hämoglobin, in dem Molekül, das unserem Blut die rote Farbe gibt. Blut ist übrigens nie blau. Ich habe vor kurzem gehört, dass manche Leute glauben, dass die venöse Blut blau ist. Nein, die Venen sehen blau aus, nur weil das Gewebe, aus das sie bestehen, mehr rotes als blaues Licht absorbiert. Das venöse Blut ist dunkler als das arterielle Blut, da es weniger Sauerstoff trägt. Es ist aber dunkelrot. Was passiert mit Atomen bei Verdauung? Im Prinzip passiert mit Atomen an sich nichts. Chemische und auch biochemische Prozesse in unserem Körper passieren bei relativ niedrigen Energien. Das heißt, es handelt sich nur um die Energie der chemischen Bindung, um die Energie der Elektronenaustausch, wenn du willst. Um die Energie, die genügt nur die äußerste Elektronenhülle eines Atoms zu ionisieren. Um die ganze Atome zu zerstören oder Atomkerne zu spalten, braucht man normalerweise viel höhere Energie, die man in seinem Körper bei Verdauung nicht hat. Und die Prozesse, die bei höheren Energien passieren, gehören normalerweise nicht mehr zu Chemie oder Biochemie, sondern zu Physik. Obwohl Ernest Rutherford und Otto Hahn Chemie-Nobelpreise bekommen haben, für ihre Kernphysikforschung, kann man sagen.
Übrigens hätte Lise Meitner den Nobelpreis mit Otterhahn zusammen bekommen sollen. Es gab genau einen Grund, warum sie den Nobelpreis nicht bekommen hat, weil sie eine Frau war. Sie war 19 Mal für den Chemie-Nobelpreis nominiert und 29 Mal für den Physik-Nobelpreis. Noch eine Frage von Christian. Besteht ein Lichtstrahl aus Atomen? Nein, ein Lichtstrahl besteht aus Photonen, kann man sagen. Okay, genug mit Christian und seinen Fragen. Ich bin Abonnentin 10.000. Das ist keine Frage, aber Dankeschön. Angelo verstellt eine interessante Frage über chemische Bindungen. Wenn ich seine Frage korrekt versteht habe, will er wissen, ob alle diese chemischen Bindungen, die man an der Schule lernt, zum Beispiel Wasserstoffbrückenbindung, Kovalentbindung, Ionenbindung, Van der Waals-Bindung, verschiedene Kräfte der Natur sind oder ob sie alle auf die Coulomb-Kraft reduziert werden können. Die Antwort ist ja, die Coulomb-Kraft ist eine fundamentale Kraft der Natur, das ist die elektromagnetische Kraft, und alle chemischen Wechselwirkungen, Ionenbindung, Van der Waals-Bindung, Wasserstoffbrückenbindung, Kovalentbindung können aus dieser Kraft hergeleitet werden. Man muss aber berücksichtigen, wie kompliziert es sein kann, solche Sachen jedes Mal für ein realistisches System, für ein biologisches Molekül zum Beispiel, herzuleiten. Deswegen unterscheidet man in Chemie zwischen verschiedenen Bindungstypen. Aber nicht alle Physiker kennen sich damit aus. Für uns gibt es nur die Coulomb-Kraft. Simon Wessel fragt nach meiner Meinung zu Feynman-Vorlesungen über Physik. Die Feynman-Vorlesungen über Physik, diese berühmten drei Bände, sind die Sammlung von Vorlesungen, die Richard Feynman, der Nobelpreisträger, am Caltech, am California Institute of Technology in den USA, gehalten hat. Was kann ich sagen? Das ist der Klassiker. Diese Bücher kann ich jedem empfehlen, der sich für Physik interessiert, so früh wie möglich zu lesen. No One fragt, das ist der Nickname, No One. In welchen Bereichen der Physik kann man noch analytisch arbeiten, das heißt mit einem Stift an Papier? Und in welchen muss man unbedingt numerisch mit einem Computer rechnen? Es ist wirklich schwer, etwas so allgemein und pauschal zu sagen. Ich selbst bevorzuge die analytische Arbeit, also etwas auf dem Papier herzuleiten. In meiner Gruppe machen wir beides, sowohl die Pencil and Paper Herleitungen als auch die ziemlich komplizierten Rechnungen mit einem Computer. Was ich pauschal sagen kann, in relativ neuen Bereichen der Physik gibt es noch mehrere Probleme, die man analytisch, also am Papier, lösen kann. Also wenn man mit einem neuen Problem anfängt oder ein neues Material entdeckt, gibt es normalerweise ein paar extrem interessante theoretische Probleme, die keine intensiven numerischen Rechnungen brauchen. Nachdem diese Probleme gelöst werden, muss man mehr und mehr mit einem Computer rechnen. Und das ist schwer zu vermeiden. Als meine Kooperationspartner und ich die Angulon-Quasi-Teilchen vorgeschlagen haben und nur damit angefangen haben, haben wir sehr viel am Papier gearbeitet. Und jetzt brauchen wir mehr und mehr numerische Methoden, um weitere Fortschritte machen zu können. Okay, ein paar Fragen habe ich schon beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, stell sie in den Kommentaren bitte. Bis zum nächsten Mal.